Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von Let's Play Democracy 3. Das stammt aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß dabei. Es ist inzwischen 20 Uhr. Die Wahlergebnisse kommen langsam rein, werden klarer. Das amtliche Endergebnis. Ja. Check. Zusammenbruch. Selbst die Kapitalisten, die uns wirklich doof finden, haben uns gewählt, aber es gibt einen großen Anteil von Nichtwählern. Finde ich auch spannend, dass sie hier so eine... also erstmal, dass es mit Zusammenbruch übersetzen. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, interessant, wie sich das verteilt. Das ist auch spannend. Niedrige Einkommen, mittlere Einkommen... sind gestiegen, sind gefallen und Spitzeneinkommen sind gestiegen in unserer bisherigen Amtszeit. Der Preis für Lebensmittel ist um 38% gestiegen. Bildung, Gesundheit, super. Okay, wollen wir die nächste Runde beginnen und jetzt Freizeitdrogen besteuern? Ja, komm. Okay, wir haben erstmal wettbewerbsunfähige Wirtschaft ist zu Ende und wir haben ein Dilemma. Kreditabsicherungsgesetz. Inkassobüros waren aufgrund der aggressiven Methoden, die sie zum Eintreiben von Geldern von Menschen verwenden, wie hohe Beträge schulden, jüngst in den Nachrichten. Diese Inkassobüros vergeben Kredite an Leute, denen größere und angesehenere Firmen kein Geld leihen. Es ist ein Gesetz geplant, wonach die Methoden, die diese Agenturen anwenden, eingeschränkt werden sollen. Also diese Payday Loans kenne ich aus den USA. Da hat John Oliver mal eine abgefahrene Folge drüber gemacht. Das ist wirklich so... Ja, Oliver ist aber auch total toll. Ja. Ich finde das Wahnsinn, wie er diese Sachen runterbricht. Und an der Stelle, ich meine, die Existenzen von den Leuten, die sowieso Hilfe brauchen, werden einfach nur endgültig gefährdet. Ja, also Einschränkung der geschäftlichen Aktivitäten finde ich auch sehr, sehr gut. Zack, boom. Also muss es ja nicht noch schlimmer machen. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Also, unsere Dings ist zu Ende. Also die unwirtschaftlichen Unternehmen. Oh, organisiertes Verbrechen. Durch die Rauschgift-Dekriminalisierung fast runtergegangen. Ich bin gespannt. Vielleicht kommen wir auch noch unter den Stoppauslöser demnächst. Asthma-Epidemie ist zu Ende, weil ich glaube, wir sind unter den Stoppauslöser gerutscht. Das ist großartig. Wasserknappheit ist auch gesunken und das erhöht den Lebensmittelpreis. Wenn wir das tatsächlich, das ist ja super. So, hier fängt es an, langsam nach unten zu gehen. Das wird uns aber wahrscheinlich noch lange begleiten, die Gewalt gegen Roboter. Und der Unternehmensexodus, wir haben den Trend auf jeden Fall umgekehrt. Schön. Das ist ganz hervorragend. Jetzt besteuern wir Freizeitdrogen. Sollten wir die ganze Zeit machen. Besteuerung von Freizeitdrogen. Und hier haben wir jetzt auch tatsächlich potenzielle Einnahmen bis zu 2,17 Milliarden. Ja, das Ding ist ja, wir wollen, also natürlich können Leute Drogen nehmen, wenn sie das wollen, in dem Fall Cannabis. Aber auf der anderen Seite wollen wir es ja nicht allzu attraktiv machen. Nein. Das heißt, wir könnten die GegnerInnen der Freigabe ein Stück weit beruhigen, indem es ein bisschen teurer wird. Es darf aber nicht zu teuer sein, damit nicht der Schwarzhandel es wieder zunimmt. Ja, also eher so die Richtung. Niedrig mal mit anfangen. Ja. Ja, wobei, du kannst da eigentlich ein Stück kannst du noch. Ich kann da bleiben, wo es vorgeschlagen war. Ja, eine Milliarde ist schon gut. Ja, Armut geht um 2,5% hoch, aber... Ja, aber die Leute sollen ja auch an sich keine Drogen nehmen. Ja, also. Ist okay. So, jetzt haben wir Freizeitdrogen besteuert. Finde ich schön. Was machen wir jetzt? Warte, du musst kurz denken. Was haben wir denn unten links in dem
Genau, in dem meine ich. Bedrohung. Hier? Noch eins oder zwei weiter nach links, bitte. Das Existenzgründungs- und Existenzgründungsförderungsprogramm und Investitionsförderungsprogramm. Ah ja. Entschuldigung. Ja, ist okay. Puh, ich bin gerade unschlüssig. Ja, also was wir haben, wir könnten hier gucken und uns nochmal mit dem mit den Löhnen auseinandersetzen. Also entweder, also hier diese, mit unserem Lohnniveau. Arbeitsrechte sorgen dafür, dass das ganz gut ist. Wir könnten das angucken oder die niedrigen Löhne. Wo war das denn nochmal? Hier. Ja, das finde ich gut. Die niedrigen Löhne sind, niedrige Einkommen sind nach unten gegangen. Ja, der Lebensmittelpreis ist so hoch. Ja. Das ist halt tatsächlich die Einschränkung, aber da sind wir jetzt irgendwie, wir sind auf dem Trend. Hier den großen Faktor Wasserknappheit auszuradieren, der den Lebensmittelpreis so nach oben treibt. Dann sitzen wir das aus. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde vielleicht halt nochmal einfach in die neue Dings und tatsächlich in der Wohlfahrt gucken, was wir da noch machen können, aber da war nicht mehr wirklich viel da. Also zumindest nichts, was mich irgendwie direkt in Rechte eingreift oder nicht unbedingt notwendig ist auf den ersten Blick. Also wir könnten so Sachen machen wie die Alcohol Awareness Campaign. Das ist vom Prinzip auch immer gut, wenn wir gerade beim Thema Drogen sind. Ja, der Herr Öni merkt im Chat an, euer Defizit ist ganz schön hoch. Ja. Das stimmt, 34 Milliarden Defizit. Genau. Also ich würde auch ein Stück weit, deswegen habe ich schon gemeint, lass uns mal auf die Einnahmeseite gucken, Wir können mal die Einnahmen uns angucken. Also wir sind vorhin mit der Körperschaftssteuer runtergegangen, weil wir gesagt haben, wir müssen die Unternehmen irgendwie halten durch unseren Exodus. Genau, da sind wir. Worauf sind wir da runtergegangen? Gar nicht auf so. Wir sind da auf 17 runtergegangen, das ist gestiegen wieder. Also anscheinend durch Wirtschaftswachstum. Das war ja die Hoffnung, dass wenn wir das eine senken, dann das andere wieder ein Stück hochgeht. Du, wir haben auch die Mautstraßen noch, dieser ganze Transportbereich. Oh ja. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, das gab es ja auch noch. Ja, da können wir mal reingucken. Hier, Mautstraßen. Da sind wir schon relativ hoch gegangen, weil es nicht so viel Einnahmenpotenzial da ist. Aber wir können mal in den Transport reingucken. Genau, das fände ich, glaube ich, ganz schön. Auch in die neuen Gesetze, genau. Ja, super. Subventionen für Biokraft-Emissionen, das sind auch nur Kosten. Guck mal, da weiter unten, das erste in Rot, die Straßennutzungsgebühren. Straßennutzungsgebühren, brauchen wir 52 politisches Kapital für. Ja, aber das ist auch eigentlich nicht so wahnsinnig schlimm. Wir müssen auch nicht in jeder Runde unglaublich viele Dinge tun. Das stimmt. Wir haben sowieso nicht so wahnsinnig viel Geld, was wir ausgeben können. Und zugleich brauchen wir für ein, zwei Sachen, damit sie wirksam werden, Zeit. Ja. Ja, dann würde ich doch mal sagen, das wäre eine Sache, da haben wir ganz schön Potenzial. Gut, es mögliche Kosten sind auch, also es wird fast aufgefressen. Siehst du das? Mhm. Mögliche Kosten 8. Das würde ich mir gerne angucken. Ich mir auch. Also eigentlich will ich gerne nur die 52 politisches Kapital haben, um zu sehen, wie sich das auswirkt. Ja, derzeit verfügbar. Wir brauchen... Oh, guck mal. Wir haben jetzt einen Minister, der ganz schön abgesagt ist. Der Wohlfahrtsminister war doch so schlecht, ne? Der ist jetzt auf 4,7 wieder hoch.
Und dafür ist die öffentliche Diensteministerin und der Herr daneben. Ja. Die sind ja, Liberale und Kapitalisten sind derer und religiös und Kapitalisten. Ja, die mögen uns gerade nicht. Also ja. Die Religiösen haben wir verloren mit so viel Innovationsförderung. Stimmt. Das ist auch spannend, ne? So, wir kriegen 32 pro Amtszeit, also 57. Wir brauchten 52. Jo. Das heißt, wenn wir jetzt nächste Runde machen, ja, nach der Wahl passiert halt nichts viel, außer dass wir Drogen besteuern. Ne, wir müssen uns auch erstmal finden. Genau. Deswegen also, machen wir nächste. Es muss alles besetzt werden, die Referenten stellen, das dauert alles eine Zeit. Genau, also einmal nächste. Erhöhung der Hypothekenrate. Fehlende Zuversicht bei Hypothekengebern resultieren in einer Zinserhöhung für Eigenheimkäufer. Dies wird eine Senkung des Einkommens und sicher auch der Zuversicht unter den Eigenheimbesitzern der Mittelklasse und in manchen Fällen sogar zur Zwangsenteignung und Obdachlosigkeit zur Folge haben. Oh, mittleres Einkommen wird getroffen. Mittleres Einkommen, Obdachlosigkeit ein klein wenig höher. Aber unsere Asthma-Epidemie ist zu Ende. Das ist großartig. Warte mal, könntest du kurz die Wirtschaftsprognose nochmal zeigen? Ja. Dankeschön. Die Weltwirtschaft ist hat einen Abwärtstrend. Unser Bruttoinlandsprodukt steigt. Ja, und dadurch, dass die Weltwirtschaft im Abwärtstrend ist, ist jetzt meine Vermutung, hat sich jetzt bei uns auch so ein Stück weit die Einnahmeseite verschlechtert. Ja. Auch wenn ich. So, unsere Schulden sind auch höher geworden. Ja. Aber unsere Einnahmen nähern sich langsam wieder den Ausgaben, also. Das ist gar nicht schlecht. Wir sind jetzt beim Defizit von 15. Eben waren wir bei 30. Ja. Und jetzt führen wir die Straßen ein. Transport. Da. Straßenbenutzungsgebühren. Implementieren. Fahrzeugnutzung und Autofahrer, Umweltschützer, Autofahrereinkommen. Kapitalist findet das gut. Okay. Ja, aber momentan zahlen wir drauf. Ja, stimmt. Also ab jetzt lohnt es sich. Und da ist die Frage, ob es das wert ist. Ich würde an dieser Stelle sagen, okay, die Einkommen der Autofahrer werden getroffen, wenn wir gerade so das Gleichgewicht haben. Aber ansonsten sehe ich nur Vorteile. Fahrzeugnutzung geht runter. Was eine gute Sache ist. Und das ist die Meinung der Autofahrer. Unsere Umfragewerte sind toll. Wir tun ein bisschen was für die Kapitalisten, die uns nicht so gut gesinnt sind. Umweltschützer. Aber vor allem Fahrzeugnutzung geht runter. Was ich jetzt erstmal nicht schlimm finde. Und das ist kostenneutral, so wie es im Moment ist. Könntest du mal schauen, dass wir wenigstens noch ein kleines Plus davon bekommen, wie sich ja. Das auswirkt? So, ich sag jetzt mal 1 Milliarde plus. Ja. Mhm. Ja. Dann sollten wir noch mal schauen, ob wir... Genau, 1 Milliarde plus. Wenn sich unsere Finanzen so ein Stück weit entspannen, ob wir da noch mal bestimmte Kraftstoffe uns anschauen. Weil, ja, ja. Aber also das können wir so machen, ne? Dann können wir bei Transport noch andere Subventionen machen. Genau, das liegt insbesondere daran, dass wir hier quasi einen Frontalangriff auf die Einkommenssituation haben. Und nachdem wir ja schon wissen, dass wir eine Hypothekenkrise haben und sich das auf bestimmte Bevölkerungsgruppen auswirft, will ich es jetzt nicht noch verschlimmern. Ja, okay. Aber so können wir es jetzt erstmal lassen, ne? Ja. Okay. Jetzt will ich kurz einmal hier gucken. Aber das, was wir jetzt gemacht haben, die Autonutzung verringern,
wirkt sich auf die Umwelt aus, die dann wieder hoffentlich hier die Wasserknappheit tatsächlich ein klein wenig beeinflusst. Also wir haben jetzt nicht nichts gemacht. Ja, wir könnten auch noch mal darüber kurz nachdenken, ob diese Landwirtschaft, diese urbane Landwirtschaft, ob wir dadurch sogar noch die Wassernutzung verringern können, weil das ja natürlich ganz anders aufgebaut und entwickelt ist. Stimmt, die hatten wir noch. Wo hatten wir die denn? City Farms. Und kostet uns auch nicht viel. Ja. Das und heißt? Vielleicht führt es dazu, dass unser Lebensmittelpreis sinkt. Okay, nee, das nicht, aber trotzdem nichts Negatives. Ja, Landwirte finden es gut. Also ich würde mal so 300 Millionen. Oh, das ist schon... Okay, 300, so. Ja? Ja. Okay. Vielleicht wirkt sich das noch irgendwie anders aus. Ich bin gespannt. Ja, also gucken wir mal. Nächste Runde. Die mittleren Einkommen sollten wir im Blick haben. Das sah jetzt wirklich gut aus. Wir haben was Positives. Hohe Produktivität. Na sowas. Hohe Produktivität. Unsere Arbeiterschaft ist äußerst produktiv und produziert im Vergleich zur Konkurrenz größere Mengen von praktisch allem. Das wird sich großartig auf die Zukunft unserer Wirtschaft auswirken. Super. Ja, ich freue mich sehr, dass wir nicht nur auf Wirtschaftswachstum und Produktivität gesetzt haben, sondern vor allem auf nachhaltige Entwicklung. Und wenn das noch dabei rauskommt, ist alles schön. So, wieder ein Dilemma. Fracking. Also, das Hydrofracking, kurz Fracking genannt, ist eine neue Bohrtechnologie, mit der Energieunternehmen bisher unerreichbare Lager von Schiefergas abbauen können. Diese Technik ist relativ neu und ihr Einsatz bedarf einiger Regierungsgenehmigungen. Einerseits werden damit riesige Energiemengen zugänglich gemacht, aber andererseits gibt es ernsthafte ökologische Bedenken zu diesem Verfahren. Und da würde ich sagen, unsere ganze Politik ist darauf ausgelegt, dass wir dass wir CO2 einschränken und hier erschließen wir neue fossile Brennstoffe. Ja, dagegen. Ja, Fracking verbieten. Ich sehe den Chat auch. Buh, sehr schön. Genau. So, und jetzt gucken wir mal. Unser Defizit hat sich... Wir sind runter, das Defizit ist nicht mehr so schlimm. Wir sind bei 6,75 Milliarden Defizit. Und ich würde gerne nochmal die roten. Organisiertes Verbrechen ist, ich weiß nicht, ob das auf der Linie ist. Wir werden das erfahren. Vielleicht haben wir das überstanden. Das Wasser ist gleich geblieben drüber. Wahrscheinlich sollten wir da vielleicht anfassen. Die Geschichte gegen, also Gewalt gegen Roboter, besteht weiterhin und kostet uns. Und Unternehmensexodus geht langsam runter. Und Körperschaftssteuer der Effekt wird sich noch ausbauen um 3%. Also wir sind hier auf einem guten Weg. Und hier haben wir noch keinen Effekt. Das nächste wäre Wasser, weil es direkt auf den Lebensmittelpreis. Also würde ich sagen, wir sind so kurz davor, das zu lösen, würde ich sagen, ist das nächste, oder? Ja, ich denke auch. Ja. Wasser, was machen wir da? Naja, also wir könnten schauen, ob es irgendwas für unsere... Ach nee, wir wollen ja unsere Industrien ja gerade nicht weiter regulieren. Ja, hier haben wir, also wir können ja mal, der Wasserpreis ist, Ursachen sind das Jahr, da können wir schlecht was dran machen, das wird von Jahr zu Jahr auch mehr, die Umwelt schwächt das ab, Landwirte, je mehr Landwirte da sind, desto, macht Sinn, die Temperatur. Climate Change Adaption, dieser Fund, sorgt dafür, dass es langsam runtergeht. Also, das ist noch, also aktuell minus 1,7, endgültig minus 6,45. Aber das dauert halt eine Weile, bis das nach unten geht. Ich glaube, wir brauchen da wirklich nur noch einen Moment Geduld, weil sich das sofort auch in
Lebensmittelpreise auch auswirken wird. Ja. Ja, was du sagtest, was wir machen könnten, wäre bei den Transport, also entweder Subventionen für Biokraftstoffe gucken, wobei das vielleicht nicht, aber Emissionsbegrenzung für das Kfz könnten wir machen. Ja. Also es ist wieder was, was die Autofahrer nicht so wahnsinnig gut finden, aber wir wollen ja auch eigentlich, dass die Leute nicht mehr so viel Auto fahren und wenn sie Auto fahren, dann mit Hybrid oder mit anderen Alternativen. Wir könnten auch Subventionen für emissionsreduzierende Kraftstoffe machen. Beide Sachen hier sind auf der Ausgabenseite nicht wirklich viel. Ja. Ja. Oder, da hatten wir eben auch schon mal drauf geguckt, auf diese Neuwagensubventionen, aber ich würde erstmal die kleinen hier machen. Vielleicht reicht das, um diese Wasser Wasserknappheit abzumildern. Ich glaube, wir können uns sogar beide leisten. Warte mal. Ich denke auch. Wir könnten uns beide leisten. Ja komm, dann lass uns die beide machen. Das mit der Neuwagenförderung, ja. Ja, wir machen keine Abwrackprämie. Wurde hier gerade im Chat, Abwrackprämie. Nein, wir machen keine Abwrackprämie, wir machen Emissionsbegrenzung bei Kfz. Autofahrer finden das doof. Umweltschützer, die Umwelt wird direkt gestärkt, das ist gut. Fahrzeugnutzung geht ein bisschen runter, CO2-Emissionen auch. Die Einkommen der Autofahrer werden wieder auch ein bisschen getroffen, aber nicht wirklich viel. Also ich würde so auf den Mittelwert lassen. Ja, und wie gesagt, wir wollen ja, dass die Leute nicht Auto fahren. Das ist ja gerade so ein Stück weit das Dilemma. Also ja, und jetzt Transport, Subventionen für emissionsreduzierende Kraftstoffe. Das staatliche Monorail-System würde ich mir gerne auch nochmal angucken. Ja, und hier stärken wir die Einkommen der Autofahrer wieder und wir tun was für die Umwelt und für die Autofahrer. Ist ja klar, wir haben erst eingeführt, dass es so sein soll und dann haben wir gesagt, wir subventionieren das Ganze aber. Ja, und wir würden das, ich würde es ein bisschen höher setzen auf 450 Millionen. Gern. Okay. So, haben wir noch 6 staatliche Monorail-Systeme. Haben wir jetzt leider kein politisches Kapital mehr für. Aber ein Schienenbahnen werden oft als das Transportsystem der Zukunft angesehen. Sie gelten als schnell, zuverlässig und umweltfreundlich. Das Hauptproblem sind jedoch die hohen Kosten. Auch die lange Bauzeit ist eine wesentliche Überlegung, weshalb es lange dauern würde, bis die Investition in ein staatliches Netz eine gute Rendite erbringen würde. Ja, aber Staat denkt ja anders. Also Staat investiert ja in so ein Netz nicht vorrangig wegen der Rendite, sondern wegen des gesamtgesellschaftlichen, hoffentlich Erfolges. Ja. Dass wir dann beispielsweise damit die Innenstädte von Autos ein Stück weit leeren können oder wir die Versorgung einfacher gestalten oder so. Ja. Ja, egal. Können wir gerade eh nicht machen. Nee, können wir gerade eh nicht machen. Wir haben noch 6 über. Falls wir noch Geld übrig haben und wir unsere niedrigen Einkommen entspannen wollen, könnten wir auch noch mal in die Fahrscheinsubventionierung gehen. Ja. Wo? Hier sind wir. Busnutzung. Das war, glaube ich, vorhin bei den neuen. Hier. Kostenlose Fahrausweise für Senioren. Ach ja, wieder nur. Das hatten wir letztens auch, wo ich sagte, so lass uns die kostenlose Fahrausweise machen, aber es ist auch wieder nur eine Nummer für Senioren. Ja. Im Chat ist gerade, ja, Phantasialand für alle, go Monorail. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal die 6 mit und gucken, ob das jetzt schon was gebracht hat für diese Wassernummer. Ich habe gerade so richtig schön irgendwelche Bilder, Kindheitserinnerungen aus dem Phantasialand im Kopf. Herzlichen Dank dafür. Wir haben wieder ein Dilemma. Informationsfreiheit. Es gibt Stimmen für ein Gesetz zur erhöhten Freigabe von Informationen, die sich auf Datenbanken ohne das Wissen der betroffenen Personen befindet. Dazu gehören die Aufzeichnungen privater medizinischer Unternehmen, von Versicherungsgesellschaften und Inkassobüros, sowie Informationen in Besitz von Regierungsabteilungen.
Also Informationsfreiheitsgesetz in Deutschland finde ich ja ganz großartig und nicht jedes Bundesland hat ein Informationsfreiheitsgesetz. Und ja, ich habe letztens versucht, in meinem Bundesland rauszufinden, wie das eigentlich funktioniert und habe mir dann gedacht, ach Gott, das ist mir jetzt schon zu komplex. An dieser Stelle, Romy, möchte ich auf Frag den Staat hinweisen. Das I ist, know. Der, kennst du schon? Okay. Na klar. Okay, alles klar. Ne? Also es gibt ja Seiten, die dir durchaus dabei helfen, Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz zu machen. Informationsfreiheitsgesetz finde ich toll und eigentlich bezieht sich das, so wie ich das immer verstehe, auf die Daten, die der Staat über dich hat. Hier im Spiel ist es auch, dazu gehören Aufzeichnungen privater medizinischer Unternehmen, von Versicherungsgesellschaften und so weiter und so fort. Deswegen lese ich mal die beiden Optionen vor, weil ich habe eine andere Vorstellung von Informationsfreiheit. Informationsfreiheitsgesetz. Vorschlag ablehnen. Niemand mag die Idee, dass die Regierung Informationen einzelner verfügt, aber unter manchen Umständen ist dies notwendig. Die Regierung ist nicht darauf aus, jeden Einzelnen auszuspionieren, aber dieses Gesetz würde es durchaus schwieriger für den Geheimdienst machen, Schwerverbrecher und Terroristen im Auge zu behalten. Es würde auch eine Reihe von Unternehmen mit Datenbanken über Kunden treffen, die dadurch noch mit noch mehr Bürokratie überschwemmt würden. Freiheitsgesetz vorschlagen. Es ist äußerst wichtig, dass ein derartiges Gesetz erlassen wird, denn es ist eines der Checks und Balances, die in einer wahrhaft freien Gesellschaft erforderlich sind. Der gesetzestreue Durchschnittsbürger sollte nicht ausspioniert oder von Multis mit Datenbanken überwacht werden und das Potenzial für den Missbrauch durch Regierungsorgane, wenn die Bürger nicht in ihre Daten Einsicht nehmen können, ist enorm. Und genau das finde ich jetzt irgendwie ist das schlagende Argument. Auch wenn es hier ein bisschen anderen Geltungsbereich als das die Informationsfreiheitsgesetze hat, wie man sie so aus Deutschland kennt, würde ich hier auch sagen, Freiheitsgesetz auf jeden Fall. Ich muss gerade ganz ehrlich sagen, dass ich die Argumente beider Seiten noch nicht so richtig begriffen habe. Also ich finde, dass Checks and Balances wirklich ein schlagendes Argument, weil man nicht ausspioniert, also dieses Ausspionieren ist hier ein bisschen blöd gewählt. Du solltest darüber Bescheid wissen können, was Regierungen tun. Also, dass du Anfragen stellst, wie sieht das aus mit, mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, Chat, hilf mir. so wie Lindworm sagt, immer Informationsfreiheit, der mündige Bürger ist keiner ohne Information. Und Horsti merkt was an, Stichwort Gesundheitsakte, gelten Krankenkassen nicht auch als private medizinische Unternehmen. Ich würde aber sagen, es geht hier ja um deine Daten, dass du, also wie bei der DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, dass du deine Daten bei deinem Unternehmen anfragen kannst, dass du weißt, welche Daten sie über dich haben. Ich glaube jetzt nicht, dass Informationsfreiheit in diesem Fall bedeuten soll, dass jemand anders deine Gesundheitsakte abfragen darf. Dann wäre ich auch dagegen. Aber dass du Sachen vom Staat, die die Allgemeinheit betreffen, anfragen kannst und dass du bei Unternehmen deine Daten abfragen kannst, finde ich beides richtig. Ja, und dann kann ich nach der Abfrage eben auch um Löschung bitten. Dort ist dann die Frage, wie gut Unternehmen, Institutionen diesen Bereich schon mit Prozessen hinterlegt haben. Ja, also Freiheitsgesetz vorschlagen. Zack, boom. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sagt Romy und mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Entscheidungen haltet, die wir getroffen haben. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann haut sie einfach raus. Wir bemühen uns, die bei unserem nächsten Twitch-Stream zu bearbeiten und zu beantworten. Tschüss!